Herr Horsell, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ja, beste Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorgi. Ja, vielen Dank. Herr Horsell, das Pentagon hat Medien zufolge Zugang zu Guardian eingeschränkt. Wen betrifft diese Maßnahme überhaupt? Das betrifft sämtliche Armeeposten der US-Armee. Was hier passiert, ist, dass bestimmte Sperren eingesetzt werden, die von der gleichen Firma eingesetzt werden, die auch das US-Armee-Computernetzwerk vor Hackerangriffen schützt. Hm. Es handelt sich hier um eine Firma, die NETCOM heißt, Network Enterprise Technology Command. Und der Lokalanzeiger Monterey Herald hat also gesagt, in der kalifornischen Stadt Monterey, in der US eine Position dort, seien also die Zugänge zum britischen Tagesblatt Guardian gestoppt. Warum? Der Guardian hat ausführlich über den PRISM-Überwachungsskandal der National Security Agency NSA berichtet, der ja durch den Whistleblower Snowden aufgebracht wurde. Und das Wichtige ist eigentlich, dieser Snowden hat etwas gemacht, was jetzt gewaltige politische Folgen hat. Das ist wie ein Erdbeben eigentlich in den USA, weil jetzt gerade Senatoren aus beiden Parteien, die sich sonst spinnefeind sind, von Republikanern und Demokraten im US-Senat zusammengetan haben und verlangen von der Obama-Regierung eine Erklärung, in welcher Menge und in welcher Breite und in welcher Tiefe die Überwachung durch das NSA-System, eine elektronische Überwachung, eigentlich vorgenommen wurde. Die wollen einfach wissen, wie stark ist die USA ein Überwachungsstaat geworden. Und das ist ein interessanter Vorgang, dass ein einziger Whistleblower, ein einziger Insider, der auspackt über illegale, undemokratische Machenschaften der US-Regierung, dass der tatsächlich ein dermaßenes Erdbeben politischer Art herbeiführen kann durch sein Wissen. Und ich glaube, dass die Obama-Regierung jetzt ganz schön unter Druck gekommen ist. Herr Horsell, dass es solche Praktiken gegeben hat, war schon lange klar. Aber die Frage ist doch, was hat überhaupt das Verteidigungsministerium dazu veranlasst, solche Maßnahmen jetzt und gleich zu beschließen und durchzuführen? Ja, das ist interessant. Man hat letztlich eine Doppelstrategie. Man sagt, wir wollen ja unser Netz eng halten gegen Hackerangriffe, aber im vorliegenden Fall sagt man ja auch, das seien Geheiminformationen, die da von dem Herrn Snowden in die Öffentlichkeit gebracht worden seien, widerrechtlich. Und es sei ungehörig, das also zu veröffentlichen. Und deswegen könne sich also die US-Armee an solchen ungehörigen Geheimnisveröffentlichungen nicht beteiligen. Das ist natürlich eine deshalb interessante Argumentation, weil sie in jeder bösen Diktatur genauso gegeben wird. Mit anderen Worten, diese Antwort der US-Armee auf Fragen, warum sie das macht, also besonders viele haben die ja nicht geantwortet, es hat mehr die Firma NETCOM geantwortet, hat einfach nur bestätigt, so wird es im Spiegel zitiert, dass einige Zugänge zu Presseberichten blockiert worden sind, die Inhalte über die geheimen NSA-Dokumente veröffentlicht hatten. Und zwar bestätigt eben NETCOM in allen Militärstützpunkten der US-Armee, überall. Und die Begründung, dass das Geheimnisse sind, das ist eine typische diktatorische Begründung. In Wahrheit geht es ja darum, dass hier durch ein Überwachungsprogramm der US-Regierung namens PRISM, das hat ja auch Folgen nebenbei gehabt, wie gesagt, in Europa, weil man eben festgestellt hat, dass auch ganz Europa überwacht wird, und auch aus britischen Spionageeinrichtungen heraus überwacht wird, dass man hier im Grunde genommen durch einen Mann aufgedeckt hat, dass die USA in einen Überwachungsstaat sich verwandeln, laufend,
und fortschreiten. Und wenn die Informationen über dieses antidemokratische und verfassungsrechtlich natürlich überhaupt nicht abgedeckte Vorgehen, wenn diese Informationen dann unterdrückt werden, dann ist das ja in sich ein weiterer Akt, der mit der Demokratie nicht in Einklang zu bringen ist. Und deswegen ist eigentlich die wirklich interessante Frage, wie weit geht jetzt die Bereitschaft der gewählten Vertreter in den USA? Wir haben ja gerade eine Aktion von Demokraten und Republikanern gemeinsam, die die Obama-Regierung auffordern, offenzulegen, wie viele Daten von wie vielen Menschen und in welcher Durchdringungstiefe eigentlich eingesammelt worden sind. Die wollen im Grunde wissen, wie weit ist denn der Überwachungsstaat USA im Ausspionieren seiner Bürger? Und wir dürfen in den nächsten Tagen gespannt sein, wie sich die Obama-Regierung aus dieser Peinlichkeit herauszieht. Aber wir können einen Mechanismus feststellen. Wir stellen fest, in den letzten Monaten und Jahren eine zunehmende Berichterstattung über angebliche Hackerangriffe gegen irgendwelche US-Institutionen. Und wir stellen also fest, dass da also ein weiteres Command, eine weitere Dienststelle militärverwaltungstechnischer Art eingerichtet wurde, um das Internet in den Griff zu bekommen. Wir erinnern uns daran, dass der US-Präsidentenberater Brzezinski vor einigen Jahren gesagt hat, dass bestimmte Politiken schwieriger geworden sind in den USA, weil es eben im Internet Informationen gibt, die man in den großen, mächtigen Konzernmassenmedien in den USA erfolgreich behindern kann. Informationen, von denen man nicht möchte, dass sie an die Bevölkerung kommen, weil sie eben kriminelles Regierungsverhalten, aggressives Regierungsverhalten, Verbrechen im internationalen und im nationalen Kontext dann offenlegen. Und das ist sozusagen ein Kontrollverlust krimineller Aktivitäten der NATO-Regierung. Das hat Brzezinski festgestellt. Und offenbar ist man jetzt nicht bereit, deshalb etwas legaler aufzutreten, sondern man ist eher bereit, wie soll man sagen, diktatorische Methoden anzuwenden, also zum Beispiel eben sowas Ähnliches wie Zensur und mit Sicherheit auch Informationsunterdrückung, soweit es möglich ist. Herr Hostel, das bedeutet, dass man eigentlich kein vertrauliches Gespräch führen kann, egal wo man ist und wie man dieses Gespräch auch führen will. Nein, das ist ja schon sehr lange so. Ich erinnere mich sehr wohl daran, als ich vor einem Dutzend Jahren bei der Firma Siemens beschäftigt war, dass mir gesagt worden ist, als Mitglied des oberen Führungskreises, ich dürfte über technische Einzelheiten der damals von Siemens gefertigten Mobiltelefone nicht auf dem Flur sprechen. Und wir haben eben in der Nähe von München, das war ja in München, haben wir eben eine der größten Abhöranlagen der USA, nicht weit davon, einige zig Kilometer, offenbar so stark und so intensiv, dass man nicht mal in einem geschlossenen Bürogebäude der Firma Siemens offen sprechen kann. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt in München einen Datenknotenpunkt, das weiß ich von einem Insider, der hier Datensicherheit betreibt, als privater Berater, einen Datenknotenpunkt. Und über diesem Datenknotenpunkt, wo alle wichtigen Datenkabel Münchens sich kreuzen, dass hier ein Haus auf diesem Kreuz steht und dieses Haus ist in US-Besitz. Und das ist ein faszinierender Punkt. Und solche Themen finden wir immer wieder, dass also, wie soll man sagen, wichtige Installationen der ehemaligen Weltkriegsalliierten so aufgestellt sind, dass in Deutschland Überwachung stattfinden kann. Die Überwachung geht sehr weit und ich kann Ihnen sagen, auch dieses Telefonat, das wir hier führen, wird garantiert abgehört und aufgezeichnet. Und dafür habe ich vor einer ganzen Reihe von Jahren einen interessanten Beweis bekommen, als ein Mann, der für die CIA arbeitete, aber auch in einem sehr bekannten deutschen Medium einen herausgehobenen Platz hatte, mir einmal vorwarf, einen bestimmten Beitrag veröffentlicht zu haben und hat daraus zitiert. Das Problem war, dass sein Zitat stammte aus einem Text, der so nicht veröffentlicht war. Ich hatte eine andere Version veröffentlicht. Er hat also sozusagen den falschen Text zitiert und damit offengelegt, dass offenbar Zugänge zu meinem Computer bestehen.
Und diese Art Dinge laufen in Deutschland ständig. Jeder, der im Westen politisch selbstständig denkt und aktiv ist, weiß, dass wenn er eine bestimmte Relevanzschwelle überschreitet, er auf jeden Fall abgehört wird. Es gibt keine unüberwachten Bürger. Heißt das, dass man keine Möglichkeit hat, sich vor solchen Maßnahmen zu schützen? Man hätte bei hohem technischem Aufwand mit fragwürdigem Ergebnis, nicht? Es gibt diese berühmten PGP-Technologien und anderes. Ich kann Ihnen ganz offen sagen, ich verwende das nicht. Ich habe überhaupt keine Lust, mit unseren Spionageabteilungen irgendwelche kleinen Kämpfe auszufechten. Das ist mir zu mühsam. Ich setze darauf, dass ich mich freue, wenn irgendwelche Geheimdienste mich ausspionieren, weil dann noch mehr Menschen von den wichtigen Inhalten Kenntnis nehmen, die ich Ihnen und anderen zu sagen habe. Vielen Dank, Herr Hostel, für diese Einschätzung. Besten Dank, alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorten.